Ihr wollt nicht wetten? Das nervt. Schon wieder rausgeflogen? Nee. Ich würde jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Das würde ich sofort auch machen. Den Kaugummi abfarmen. Den Gasbehälter zu abdrehen da. Da würde ich aber gerne mitkommen. Nicht zu schnell. Ja, da würde ich auch erstmal wieder Basis-Action machen. Musst du oder so auch in die Base. Das ist ja klar. Ja, aber jetzt würde ich ja sagen, erstmal eine 45 Minuten Basis-Action. Ist einfach nur das Ding zudrehen. Das was ich gestern schon machen sollte. Ich sagte, ja, mach das, wenn du das machen kannst. Das Gas zudrehen da oben. Witzig, ich hab's wieder vergessen. Gut. Nee, ich hab's nicht vergessen. Ich auch nicht. Aber ich will mitkommen. Auch wie ihr gestern gesagt habt, jo, mach das zu, wenn du zumachen kannst. Da würde ich aber gerne. Ich bin tot, Romatra, kannst du einmal umdrehen, bitte? Boah, du bist so weit weg von mir. Ja, also wenn du stirbst, komm, dreh ich nochmal um. Aber hier ist eine Wolfsfalle. Oh, tot. Das glaub ich nicht, Alter. Wie? Also sag mir mal kurz, wie? Du kannst Mücken. Vor allem in dem Spiel wegrennen. Nein, vor Mücken nicht. Mücken, 5 Mücken in der Luft. Ja, was soll ich da jetzt machen, wenn ich da hinke? Die sind jetzt wieder weg. Du kannst mich jetzt. Ja, jetzt hab ich eine Wolfsspinne gepult, Alter. Tut er die goldenen Milchzähne nur für einen auch verteilen oder auch für alle? Hat jemand einen Medic bestellt? Alter, so krass. Ne? Ich habe eine Wolfsspinne mitgebracht. Weiß ich. Ja, ich bin hier oben, hier bin ich sicher. Ich hier aus dem Nichts kommen und dein Arsch resse. Gott, Alter, kann mich auch wer resen, Alter? Ich hasse es so sehr. Oh, ich will von jedem 5 Subs eigentlich für meine Medic-Arbeit. Fickt euch alle. Du wirst dein Medic-Skill so leveln dadurch. Welches Level hast du deine Mutter? Wie viele findet man denn hier, Leute? Macht es Sinn? Zum Beispiel für mich hier auch in die anderen Stats zu gehen. Oder bekommen wir am Ende alles eh voll, wenn wir alle sammeln? Sticht mir die ganze Zeit in den Rücken und ich weiß nicht, warum sie das tut. Krank, ich bin 1 HP und sterbe jetzt. Muss mich jetzt resen, jetzt. Ja, mach ich. Oh, ich bin nicht vergiftet. Was denn heißt ein Heilung plus? Leuten, die nicht so krass sind? Hat viele Verbände gemacht. Nee, eigentlich genau Gegenteil, oder? Nee. Nee? Ich glaube, aller Welt ist nichts Positives. Ob schon. Krass. Rockt. Erstmal einmal eingedrückt, mein ganzes Inventar ist leer, das ist so geil. Du heilst dich mehr durch Effekte. Gilt das auch für mein Schwert? Also überträgt sich das auch auf das Schwert, dass ich damit besser heile? Okay. Ich muss Stuff machen jetzt hier. Boom, boom, boom. Ich habe immer noch meine Ameisenrüstung, aber das bleibt auch wahrscheinlich erstmal so, ne? Du kannst die schwarze Ameisenrüstung machen, aber die bringt dir, glaube ich, nicht viel. Du willst ja nur Armbrust spielen, ne? Mhm. Warum machst du dir dann nicht die Bienenrüstung? Weil ich kriege eine Biene getötet. Aber wir haben doch in der Base schon Stuff rumliegen davon, oder nicht? Ich schau mal kurz. Wir haben 5 Bienendinger mittlerweile. Biene, sagst du. Ich mache als erstes den Oberkörper, ne? Also ich war vorhin gegenüber vom Sandkasten noch an dem Picknicktisch. Da ist ein Picknicktisch. Und da war eine Schaufel, da waren Steine dran, die kann man mit einer Bombe wegsprengen. Was ist, wenn ich mir den neuen Ameisenlöwenponcho, den wir gerade gelernt haben, mache? Der ist Tier 3. Bringt Brutzellschutz. Oh, es kann sein, dass es da am Tag vielleicht warm wird im Sandkasten. Und wir vielleicht deswegen. Ah. Brutzellschutz klingt nach Hitze. Digga, diese Asselbrustplatte sieht so geil aus, wirklich. So ein richtiger römischer Panzer, Alter, irgendwie. Mhm. Okay. Ja, aber dafür braucht man Asselpanzer. Und wo hat man die herbekommen? Haben wir bis jetzt ein Asselpanzer gefunden irgendwo? Ich glaube nicht. Das ist aber nur Sprint.
Auch deine Rüssi, die du jetzt anhast, heilt dich. Wie heilt meine Rüstung mich denn? Okay, dann mache ich mir einen Bienenbrust-Schulterpanzer. Okay? Alle sagen Bienen safe. Darf ich das machen, Team? Biene, ja. Darfst du. Hat schon einer die Ameisenschaufel gebaut? Machst du das, Reapers? Ja. Mach ich. Ich. Und die Krähen am Brust one-shotet einfach. Ameisenschaufel. Kann man auch. Können wir auch. Oh, die Mietnachs haben wir auch, ne? Gelegentliche Heilung nach Abwehren von Angriffen. Ah. Okay, und das müssen keine perfekten Paraden sein. Zweimal, ich würde die Sachen jetzt save. Stimmt auch. Warum, glaube ich, nicht. Soll ich mein Eichelding? Juliano, er hat anscheinend recht. Der dritte Bonus heilt auch. Und für den brauche ich keine perfekten Paraden. Also macht das schon Sinn, Heilung hochzuskillen. Dann wird das fürs Schwert wahrscheinlich auch gelten. Weil damit sind anscheinend alle Heilungsdinger gemeint. Ja, wie ich mich auch reparieren kann, ist ja echt der Wahnsinn, ne? Schwarzer Ameisenhelm ist eigentlich krass mit plus Crit nach Blocken. Kann mir das jemand erklären? Als echter Bücherwurm kannst du keinem Text widerstehen. Und sei es die Inhaltsangabe einer Saftpackung plus Kamel. Was ist das für eine Mutation? Wer kann mir das erklären? Ja, rechts unten steht doch immer dabei, was du. Plus Kamel. Ach, Checkst plus du? Kamel einfach. Steht doch. Was ist ein scheiß Kamel, hä? Hab ich gerade auch schon gelesen, hab mich auch schon gewundert. Was ist das? Ich würde jetzt statt Base bauen mal so ein bisschen hinten in der Hecke oder so rumlaufen und gucken, ob ich da noch Zähne finde. Okay. Oh, weniger Wasserverbrauch halt. Zähne. Ja, Jungs, ich bin raus, ne? Nee. Willst du mal die Lobby hosten einfach? Wir können auch dir mal die Lobby hosten. Das hat nichts damit zu tun. Spiel stürzt ab. Da könnt ihr alle auch nicht mit weiterspielen. Das ist ja super. Jedes Mal, wenn es bei mir abstürzt, dann. Und wenn da nicht gespeichert ist, ist es noch problematischer, glaube ich. Yep. So, ich würde jetzt. Werden, das sind andere Pilze. Bären. Wir haben keine Bärenbrocken mehr. Ich glaube, ich gehe ein paar Bärenbrocken farmen. Das ist ein guter. Als Admin wollte man. Und eine Biene vielleicht, wenn du sie noch töten könntest. Ja. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass mal bei G-Time seiner Farm vorbeischauen, gucken, ob da noch Essen ist. Oh, können wir überlegen, ob wir geilere Pfeile uns irgendwie machen? Die funktioniert, ne? Baut. Ja. Ich habe eben einen Rüsselkäfer, der war auf dem Weg hierhin schon getötet. Irgendwie würde ich mir auch wünschen, dass da Tausende sind. Ey, ich bin wortwörtlich unsterblich. Warum? Ich tu. Wenn ich mit meinem Schwert angreife, mich heilen, ne? So. Wenn ich blocke, tue ich mich auch gelegentlich heilen. Und wenn ich perfekt blocke, dann heile ich mich auch. Und es gibt für den Milchzahn eine Skillung, also ein Talent, dass alle Heilquellen um x% verstärkt werden. Und das habe ich jetzt hochgeskillt. Ja, das ist krass. Jetzt heile ich mich einfach mit allem immer gegen. Das ist geil. Das ist sehr geil. Das werden wir auch ganz dolle brauchen. Tastes good. Mal hier voll machen. Wir haben so geil viel Tau. Wir haben so geil viel Tau, ey. Das war so ein Struggle am Anfang. Jetzt ist es so geil. Oh, das Essensproblem nervt mich aber immer noch, ne? Hey, warum nimmst du oben am Dörrgestell nicht, wenn da was drauf ist, das raus? Und ich glaube, wir haben sogar in der Essenskiste schon ein bisschen Dörrfleisch. Das Problem ist halt einfach, Echt? Du kannst eine Falle nicht so bauen, dass da 40, 50 von den Viechern drin sind.
Da sind immer nur so 2 oder 3. Wo ist unser ganzes Leder hin? Was machen wir damit? Reparieren immer. Einmal Rüstung reparieren kostet ganz viel Leder. Echt jetzt? Ja. Wir hatten doch 55 Leder. Wo ist das denn hin? Ja, das geht fürs Reparieren und so jedes Mal drauf. Deswegen gehe ich ja jetzt zum Beispiel. Irgendwas repariert, deswegen gehe ich ja jetzt zum Beispiel auch in die Hecke, weil ich hole direkt auch nochmal Bärenfleisch. Wo ist die Essenskiste? Linke Seite. Unten. Ganz links, unten. Ah, ich sehe es. Erste Kiste. Okay. Billyhock-Happen. Nee. Das nervt mich alles. Um Grounded anzumelden. Digga, muss ich jetzt neu anmelden. Offline-User. Du kannst ja auch mal den Saft aus den Saftspendern nehmen, ne? Oder? Das macht, glaube ich, keiner von euch, ne? Damit machen wir die ganzen Saftscheiß. Welchen Saftscheiß? Ja, Verbände, Fackeln. Ach so, das meinst du. Wie groß kann man das, kann man Verband stacken? Kommt das ganze Projekt Uncut auf YouTube? Ja. Also meine Freundin meinte, die Videos werden wahrscheinlich nicht so gut laufen, weil die Jungs die ganze Zeit Storyline machen, wo man bei mir nichts sieht. Aber das Ding ist, das ist halt keine wichtige Story bis jetzt, die verpasst wurde. Das ist einfach nur, die holen Chips. Die gehen in diese Labore und holen die Chips. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache mir dafür jetzt geilen Stuff die ganze Zeit. Ich werde jetzt immer stärker. Unsere Ameisenkiste. Dann mach eine neue. Wir haben keine Kistenbasis mehr. Biene sonst? Nee, dann mach eine neue Kiste. Biene ist dann komplett eine neue Kiste. Voll mit schwarzer Ameise. Alles. Ja. Biene ist versifft. Dann ist der Biene der Versiffte. Dann ist Biene jetzt versifft. Biene merken, versifft. Biene sift. Merken. Ja, ich guck mal ganz kurz, ob es geilere Pfeile gibt. Also langsam könnten wir darauf ja gehen, oder? In den Bluescreen für eine Meldung, keine Ahnung mehr. Sorry, Jungs. Minzpfeil. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Always happy. Hydration is the key to performance. Stinkerpfeil. Ich finde die alle kacke, die Pfeile, muss ich sagen. Bleiben bei normalen Pfeilen. Nee, die goldenen Sachen, die sind global, die du auswählst. Ja, goldene Talente gelten für alle. Soll ich einfach maximale Pfeilstapelgröße 1 hochmachen? Und Rohstoffstapelgröße? Einfach alles 1 hochmachen, das, und dann haben wir alles auf 1. Ja, Pfeilgröße finde ich gut und Rohstoff eigentlich auch. Ja, mach ich mal. Ich will viel mehr looten. Wie, was heißt denn maximal, von was denn die Rohstoffgröße, von wo hat weiß ich, das ist eh zu spät, das habe ich gemacht. Das krasse ist halt, wenn wir so ein langes Abenteuer machen, wir kommen wieder, es ist komplettes Holz nachgewachsen und Disteln und Ahorn und es ist alles da, in Hülle und Fülle. Ja, das ist cool. Ich bin eine Ameise, ich bin eine Ameise drin. Ja, ich hab noch einen goldenen, ich hatte noch einen goldenen Zahn gefunden, den kann ich holen gehen. Wir haben 10k Raw Science, gibt das? Auf der Lausfalle sind die ganzen Suppen weg. Ja, die Suppen müssen dahin. Sonst kommt da keine, oder?
So, ich muss mal kurz schauen, was farm ich jetzt? Was farm ich jetzt? Den Tiger-Moskito-Degen, ja, aber da komme ich ja bestimmt noch nicht hin und die sind bestimmt ultra-strong, oder? Ich würde mich über Biene sehr freuen, aber musst du nicht. Kann ich eine töten auf dem Weg, aber eigentlich... Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächste, was wir machen müssen, den Marienkäfer bekämpfen. Den Boss-Marienkäfer. Sicher? Yes. Ich will die Ameise hier, die soll weggehen. Ist Reaper jetzt wieder drin? Klappt jetzt wieder alles? Lawless. Naja, fast. Hier sind echt viele Läuse. Ich würde hier auch... Matra, weißt du noch, wie du da deine Falle gebaut hast? Ja. Wir können auch nochmal so eine Falle bauen. Du könntest die halt zu einem Außenposten packen, wo ich die ganze Zeit immer farme. Ich bin immer wieder am gleichen Ort am Farmen. Hier sind 1000 Rüsselkäfer und Läuse. Beides. In Hülle und Fülle. Hm. Wenn ich hier eh chill, werden die alle angelockt. Weißt du? Ja, aber wie oft chillst du da wirklich? Und ich brauche echt lange, um die zu bauen, ne? Achso, wir bauen die nur auswählen. Zusammen. Nein, du musst sie nur auswählen, was du hinbaust. Und ich hole die Materialien. Ich baue sie dann. Ja, okay. Was hast du? Ich komm zu dir. Habt ihr in der Hecke schon irgendwie einen Milchzahn mal gelootet oder so? Ja, einen Milchzahn habe ich in der Hecke gelootet. Wo war der? Der war ganz oben drauf auf dem... wie soll ich das sagen? Ganz oben auf dem Labor, was wir gelootet hatten auch. Ah, okay. Hier sind auch sehr viele Läuse unterwegs in der Hecke. Oh shit. Wo ist es am smartesten? Wo kriegen wir unendlich Spinnenfäden her? Ich will Seilbahnen across the map bauen. Da müssen wir da hin. Also ich farm immer mal wieder. Spinnenweben sind, ne? Aber haben wir nicht so viele Spinnenweben? Eigentlich müssen wir welche hergestellt. Also die ganze Kiste ist ja gefühlt voll. Wir brauchen auch noch mehr Stationen, die Dinger herstellen, weil die echt lange brauchen. Weil mit Seilenbahn tun wir uns auch einen Gefallen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir damit irgendwo immer ganz schnell hinkommen, dann... Klar. Oh, ich habe einen Zahn gefunden. Nice. Bin jetzt gerade noch mal... Milch, Mona, wie geil. So gut gespielt. Ich habe auch schon, ach krass, die gehen ja jetzt bis 15, die Stacks. Das ist geil. 39 Bärenfleisch wieder. Auch sehr stark. Da ist Kiesel. Also ich bin auf jeden Fall langsam, glaube ich, online. Leute, ich glaube, ich bin online jetzt.
Radnetz, Spinnen werfen Netz, welche man easy farmen kann. Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Ist man da so eine. Leute, wo gibt's hier noch Zähne? Ja, die geworfenen sind nicht farmbar, leider. Schade. Aber zumindest ging es bei mir nicht. Vielleicht habe ich es aber auch falsch gemacht. Sprösslinge, die stehen hier doch. Scheiße, wo bin ich hier denn gelandet? Das gefällt mir ja mal gar nicht. Oh, ich glaube, ich sehe das Gas-Ding, was du meintest. Reapers. Ah, ne, Reapers ist Mute, ne? Vorzeitiges Fazit zum Game? Ja, ist doch unglaublich geil. Das ist doch wirklich der Wahnsinn, oder nicht? Das Problem ist, hier sind überall Ameisen. Heilige Scheiße. Bin gerade in meinen Tod reingesprungen. Da sag ich immer, das ist schlecht. Obwohl? Ey, ich bin unbesiegbar. Ich greife eine Stechmücke an und ich schlag einfach auf die drauf. Du Scheiße, ich bin tot. Was hast du gemacht? Das ist annoying. Ich weiß noch nicht, wie ich da wieder hinkomme. Ich habe diese Milbenviecher gefightet, die. Also diese verseucht mit den Pilzen. Oh. Und die haben mir Damage gemacht mit AOE, Alter. Du kannst da nicht blocken, Alter, und dann machen die ultra viel Damage. Und zack, Holz wieder mitnehmen. Wieder irgendwo reingefahren, wo ich nicht reinfallen sollte. Wie nervig ist das denn? Oh mein Gott, die Rüsselkäferfarm funktioniert. Aber hier kommen Ameisen, die Rüsselkäfer töten. Ganz viele Ameisen töten tausende Rüsselkäfer. Hier ist ein Krieg in unserer Basis. Ja, das ist schön, Dolphron, aber ist ja jetzt völlig Latte. Ich finde solche Kommentare eher nervig. Ich würde hier gerne lebend rauskommen, ich bin schon wieder tot. Ah, warte. Trockenes Gras und Seile. So, ich habe jetzt über 50 Bärenfleisch. Das ist doch mächtig, Mann. Hier ist noch ein Zahn. Wo? Wo ist von mir links noch ein... Hier bei der Büroklammer oder wo? Justin. Hinten in der Ecke. Ach, da ganz hinten. Okay, ja, dann hole ich den. Was machen die Ameisen da? Hey, was macht ihr?
du Scheiße, ich kann die dich. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Alter. Ich schwöre, die Angriffe von denen sind einfach nicht predictable. Die sind so nicht predictable. Das ist so nervig. Ich hasse es. Warum greifen die das an? Kein Essen dabei. Oh mein Gott, mein Essen wurde wegsortiert. Oh, den AOE kann man nicht blocken und dann steht man da. Eieiei. Was machen denn? Hört mal auf. Ist nur mein Holz aus? Nein. Hä? Kann man mich das mal erklären? Die Ameisen haben mein Holzlager angegriffen und kaputt gemacht. Dein Warum? Holzlager? Vielleicht haben die Bock auf Holz? Milchmolar, Goldener. Wo ist der denn hier, der Zahn? Ist der schon gelootet, oder? Ah, die greifen das Kleeblatt an und das war AOE-Damage. Die Blattlaus ist ja hier jetzt im Arsch. So. Töte sie doch. Hier ist ein Ameisenhügel, die kommen immer wieder. Das macht viel mehr Sinn, sie jetzt zu studieren. Es geht, was macht ihr? Ich bin gerade fünfmal gestorben. Und bei dir so? Oh, hab das Spiel neu installiert. Was ist denn deren Mission? Komplett neu installiert einfach. Ja. Also wir sind hier. Das ist eine Maßnahme auf jeden Fall. Das ist eine Maßnahme. Wie soll ich denn da hinkommen, Leute? Das geht gar nicht. Ich hab's auf die C gepackt, statt auf die E-Festplatte, Dinger. Wenn's jetzt noch abstürzt, dann bin ich raus, Jungs. Nee. Das geht aber nicht, das ist geisteskrank. Dann brauchst du irgendwie, dann musst du irgendwie von dem PC von deinem Vater austocken oder so. Check ich nicht. Ich habe auch schon Profis drüber gucken lassen, Gitarre 3 und was weiß ich, über alle PCs immer und die haben keine Ahnung. Die sagen immer, ja, setz deinen PC neu auf. Hier sind ja so dran drauf. Oh ja. Warum ist da ein Backpack eigentlich? Was macht ihr? Wir machen was. Erkundet, G-Time farmt Sachen, die wir fürs Team brauchen und ich baue hier an der Base weiter. Okay, dann gehe ich jetzt einen Kaugummi schaufeln, ja? Ja, ich bin bei einem gerade. Also, jetzt kannst du direkt zu mir kommen. Oder wenn du weißt, wer in der Nähe ist. Komm da jetzt hin. Warte ich hier auf dich. Dann können wir zusammen Kaugummi schaufeln und dann da oben den Scheiß wegmachen. Keks-Sandwich brauchen. Sieht aus wie ein Oreo-Keks. Okay, dass hier so viele Rüsselkäfer angelockt werden, ist echt gut, G-Time. Ja, ne? Oh, apropos Rüsselkäfer, warte mal. Haben wir Rüsselkäfer an der Base? Ja, ne? Wir haben einen Scap auf links gefunden. Können wir gleich mal pennen, Freunde? Hä? Hey, ist es gerade. Wird's gerade morgens oder wird's gerade abends? Warte, ich hab gegen die eine Chance. Die ganzen Rüsselkäfer. Ich bin ganz woanders. Ich habe mich gerade getötet. Ich häng die auf die Dörrstation. Brauch nur einen. Will ich einen? Hier sind welche. Immer am Dirt, am Abhängen. Immer abhängen hier. Und dann füll G-Time und ich immer mal wieder auf. Ihr könnt auch auffüllen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einfach so rumlauft und da sind drei Rüsselkäfer, könnt ihr die einfach töten. Aber das ist Dörrfleisch. Ich brauche einfach nur Rüssel. Ist das das Normale, was die droppen? Ach so, Rüssel. Nee. Dann doch, Rüssel. Nicht. Nein, doch. Normales. Doch, ist es. Wenn du meinst, zu reparieren des Schildes. Ja, genau. Da brauchst du. Sicher, dass sie nicht wach wird, wenn ich den Zahn abbaue?